Neulich sah ich in der Stadt einen Infostand, mit dem Ober schwarz-weiß-rot. Jammerten und klagten laut um unser schönes Land, das sei schon so gut wie tot. Die Amis haben die deutsche Kultur entführt und die Neger klauen alle unsere Frauen. Nur einmal Hitler-Wellen schon wird man bombardiert, da lohnt es sich doch gar nicht mehr was aufzubauen. Unsere Autos fahren nach Polen auf Nimmerwiedersehen, im Kofferraum voll deutscher Arbeitsplätze. In der Zeitung steht, man soll nicht zu den Nazis gehen, das ist ja wohl die reinste Hetze. Das können Sie nicht glauben, ich kenne mich da aus, ich bin Deutscher ohne Rast und ohne Ruhm. Jetzt sagen Sie mal, wie sieht es denn bei Ihnen aus, haben Sie auch eine Meinung dazu? Da die hab ich und die lautet, heul doch Nazi, du hast sie nicht zu lachen, heul doch Nazi. Da kann man gar nichts machen, heul doch Nazi, aber tu es ohne mich. Ja, ja, heul doch Nazi, da fang schon an zu weinen, heul doch Nazi. Das interessiert die Kleinen, heul doch Nazi, Tag und Nacht, denn das steht dir am besten zu Gesicht. Schade, sagte da dieser brave deutsche Mann, da denken leider viele so wie sie. Sie sind doch so ein Opfer dieser Siegerpropaganda, die war immer schon so übel wie noch nie. Überall wird Deutschland zum Sündenbock gemacht, weil die Juden uns immer noch schmollen. Nur weil ein paar Millionen von denen umgebracht, was sie uns überhaupt erstmal beweisen sollen. Die anderen sind genauso schlimm, das weiß doch jedes Kind, die Amis allen anderen voran. Sieh mal, wo die ganzen Indianer sind und die Türken nach den Kurden und Armeniern. Wir waren halt in Polen und haben da massakriert, na und das war halt Opa seine Pflicht. Da sehen Sie mal, so unsozial werden wir diskriminiert, alle anderen dürfen und nur wir nicht. Schade, wirklich schade, Kumpel, heul doch Nazi, du hast ja nicht so lachen, heul doch Nazi. Da kann man gar nichts machen, heul doch Nazi, aber tu es so. Die Fahnen des Sieges der Menschheitsbefreiung, die schwarz-roten Fahnen Emanzipation.
zu den Waffen. Wir machen Schluss mit der Reaktion. Auf die Barrikaden, auf die Barrikaden. Für den Sieg der Gewerkschaftsföderation. Auf die Barrikaden, auf die Barrikaden. Für den Sieg der Gewerkschaftsföderation. Und kommt aus Lübbenau. Er ist echter Deutscher, so wie seine Frau. Er ist echter Deutscher, so wie seine Frau. Er hat eine Kameradschaft, die heißt Germania. Und die kämpft für Deutschland, denn das ist in Gefahr. Und die kämpft für Deutschland, denn das ist in Gefahr. Und stehlende Polacken, den sollte man am besten die Hände abhacken. Den sollte man am besten die Hände abhacken. Hinzu kommt sein Nachbar und der ist ein Russ. Das bringt Carsten Kontschak gar großen Verdruss. Das bringt Carsten Kontschak gar großen Verdruss. Der Russ hat eine Jüdin zu seiner Frau. Alles wird immer schlimmer, weiß Carsten genau. Alles wird immer schlimmer, weiß Carsten genau. Doch Carsten ist stolz und hat auch Heldenmut. Er kämpft und verdross für sein deutsches Blut. Er kämpft und verdrossen für sein deutsches Blut. Eines Tages ist er vor Scham fast gestorben. Da wurde ihm klar, seine Vorfahren waren Sorben. Da wurde ihm klar, seine Vorfahren waren Sorben. Da hat er sich dann von Verzweiflung gehetzt. Allein an den großen Fließ gesetzt. Allein an den großen Fließ gesetzt. Er schaute ins Wasser und schaute sehr lang. Und nach einer Weile, da wurde ihm bang. Und nach einer Weile, da wurde ihm bang. Das Wasser zerteilt sich, ein Mann kam raus. Der sah ihn kurz an und dann spuckte er aus. Der sah ihn kurz an und dann spuckte er aus. Er sagte, Carsten, du Arschloch, ich bin der